Servus zu Schwaben und Altbayern aktuell. Und zur Begrüßung ziehen wir quasi den Hut und besuchen einen Hutmacher in Regensburg. Weithin bekannt in seiner Zunft ist dieser Herr, aber jetzt ist ihm das passiert, wovon andere ein Leben lang träumen. Anruf aus Hollywood. Der Disney-Konzern ließ anfragen, ob unser Mann einen Hut anfertigen möchte für den märchenhaften Film Alice im Wunderland. Ein Auftrag mit Folgen. Manchmal fährt es in ihn. Und dann hat er von ihm Besitz ergriffen. Der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland. Und Andreas Nusslan verwandelt sich in dessen Ebenbild. Eigentlich ist Andreas Nusslan ein ganz normaler Hutmacher in Regensburg in der 5. Generation. Tausende von Hüten hat er in seiner Werkstatt schon aus Filzstumpen gefertigt. Dass Disney ausgerechnet ihn anrief und fragte, ob er den Promotion-Hut zur deutschen DVD-Premiere von Alice fertigen könne, überraschte ihn dabei nur wenig. Die wollten ja einen schönen Hut von uns, ja, und den haben wir gezaubert. Also so einen Hut kriegen die halt nirgends. Mit diesem Handwerk, mit dieser Handarbeit, das ist alles einzigartig. Und da können sie ja nur zu uns kommen, weil so einen wie uns, so verrückte Leute wie wir sind, gibt es ja sonst nicht mehr. 3 Tage mit über 70 Arbeitsschritten stecken in dem bizarren Meisterwerk. Ein Drahtgestell stützt die Grundform. Diese besteht aus Filz von echtem Hasenhaar. Das Restdesign ist alles andere als einfach. Viel Einfallsreichtum benötigte Modistin Melanie Marling, um den genauen Look des Originals zu treffen. Denn die Kostümbildner von Disney sind zwar spontan, halten jedoch nicht viel von Plänen. Leider haben wir keine Schnittmuster bekommen. Wir haben nur eine Bildvorlage. Und daran haben wir halt lang gesucht, bis wir die verschiedenen Stoffe gefunden haben. In verschiedenen Qualitäten, aus Seide oder Viskose eben. Und da geht man auf die Suche und versucht, möglichst das Gleiche zu finden, wie eben die Vorlage ist. Die Hutnadeln zum Beispiel fand sie in einem Kramerladen in einer Regensburger Seitengasse. Und was es nicht zu kaufen gibt, malte sie selbst. Wie das 10-Schilling-6-Pence-Preisschild, das den verrückten Hut bereits in der Romanvorlage ziert. Doch außer Werbung, was tut man sonst mit diesem Hut? Andreas Nusslan, der Hutkönig von Regensburg, denkt weiter. Der Hut des verrückten Hutmachers für jedermann. Nun gibt es ihn zu kaufen. 1250 schlappe Euro ist der Preis. Wir haben ein paar Fan-Anfragen, die also ganz begeistert sind von dem Hut. Wir haben ein paar Lokale, die ihn als Dekorationsmöglichkeit haben möchten. Aber wenn die natürlich alle den Preis hören, ist natürlich die Anfrage gleich wieder hinweg. Wir haben ein paar Leute, die sich wirklich dafür interessieren, für ihre Kinder, reiche Familien, die ihre Kinder das schenken wollen. Und dafür machen wir ihn. Er könnte also in Zukunft öfter auf unseren Straßen zu sehen sein. Der Hut aus Alice im Wunderland. 2 verrückte Hutmacher hätten mit Sicherheit ihre Freude daran.